liebe Freunde des Kanals und solche, die es werden wollen. Ja, nachdem ich jetzt fast 2 Wochen im Bett gelegen habe mit Grippe, soll es heute mal ein neues Video geben. Aber da ich immer noch nicht hundertprozentig fit bin, nicht so lange heute. Als erstes mal sieht man, ich habe dieses Licht. Ich habe eine neue Brille, eine neue Steampunk-Brille am Buschhaushut. Die alte sind die Gläser rausgefallen, die habe ich dann verloren. Und jetzt habe ich mir diese hier gegönnt. Ja, sieht doch cool aus. Ja, was machen wir heute? Ich denke mal, ich zeige euch das mal. Habe ich mal wieder einen Platten, diesmal vorne. An meinem schwarzen ersten Catalyst. Es ist schon vor 2 Wochen passiert. Ich habe mir einen neuen Reifen bestellt. Weil ich meine, der alte ist zwar noch so erstmal gut, aber der hat halt überhaupt keinen Pannenschutz und der neue hat wenigstens ein bisschen besseren Pannenschutz. Deswegen werde ich jetzt mal zeigen, wie man das Vorderrad ausbaut und dann werden wir den Reifen wechseln. Und anschließend müssen wir noch die Bremsen nachstellen, Scheibenbremsen. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, wie das geht, das zeige ich dann auch nochmal. Ich habe jetzt schon mal die Muttern gelöst auf beiden Seiten. Man muss die ziemlich weit rausdrehen und dann diesen Sicherungsstift, der sitzt hier sonst so drin, damit das Rad, auch wenn das mal losgeht, nicht rausfällt, damit man das lösen kann. Jetzt kann man einfach das Vorderrad anheben und das Rad rausmachen und dann auf die Gabel stellen. Das Vorderrad ist jetzt raus. Da steht er erstmal auf der Gabel. Man muss halt den Ständer einklappen, sonst kippt es um. Aber so braucht man es nicht auf den Kopf stellen. Und das geht recht simpel. Ja, jetzt muss man, wenn es nicht anders geht, mit Reifenhebern den Reifen aus der Felge machen. Meist geht es bei den breiten Reifen auch so. Und dann werde ich den neuen Schlauch mit der elektrischen Luftpumpe erstmal anpumpen, damit der nicht verknittert reinkommt. Ich zeige das dann. So, der Reifen ist runter. Den Schlauch habe ich wieder reingemacht, den kaputten. Der ist also, wie gesagt, auch nicht... Es kann nur ein kleines Löchlein sein, weil ich bin auch da... ich habe gemerkt beim Fahren, dass als ich das letzte Mal damit gefahren bin, dass das ein bisschen an zu schwimmen fing vorne, aber da war eigentlich ziemlich Luft drauf. Und dann, am nächsten Tag, war er dann platt. Und da ist jetzt auch noch ein bisschen Luft drin. Also ich werde jetzt den Reifen hier zum Waschhaus bringen gleich. Dann habe ich noch einen Ersatzreifen und den dann mal in Ruhe im Sommer flicken. So, dann werden wir jetzt mal den neuen Schlauch... Ne, wo ist er denn? Wo habe ich ihn denn hingelegt? Ich muss gucken. Dann werde ich jetzt erstmal... So. Wie man sieht, ist der Schlauch jetzt, weil der gefalten war, könnte man den sehr schnell verdrehen, wenn man den so jetzt in die Felge oder in den Reifen mit reintut. Und deswegen werde ich den jetzt anpumpen. Pumpe in Action! Gut. Er ist jetzt ein bisschen angepumpt hier. Voll flabbelig und jetzt wollen wir mal den neuen Reifen einbauen. So, jetzt sieht man, dass der da schön drin liegt. Das mache ich immer so. Dann braucht man den nachher nicht, wenn der schon auf einer Seite auf der Felge ist, der Reifen den Schlauch dann nicht reinfummeln und ein wenig beschädigt ihn dann auch unter Umständen nicht. So, die eine Seite ist drauf. Ziemliches Gewürge diesmal. Bei Vorderrädern ist das komischerweise immer ein bisschen schwieriger. Dann habe ich gleich das Ventil ja durchgesteckt und den Deckel da erstmal ein bisschen drauf geschraubt, damit das nicht wieder rausrutschen kann. Drauf ist er. Die zweite Seite ging recht einfach. So, und jetzt wird mal gepumpt. Ich kann so eine Pumpe nur jedem empfehlen. Weil es macht keinen Spaß. Gut, ich habe auch noch eine Fußpumpe, aber die ist am Waschhaus.
das mit der kleinen Handpumpe aufzupumpen. So, auf 1,7 habe ich ihn jetzt aufgepumpt. Das reicht erstmal. Man muss auch beim Montieren darauf achten, dass man die Laufrichtung richtig hat. Sieht man natürlich auf der Seite, wo die Scheibenbremse ist, welche Seite dann die richtige ist. Auf dem Reifen ist eine Markierung, so ein kleiner Pfeil hier in der Schrift da irgendwo, kann man jetzt schlecht bei dem schlechten Licht schlecht zeigen. So, dann werde ich jetzt mal den Reifen wieder einbauen und dann machen wir uns mal an die Bremsen. Oh, der Reifen ist jetzt drin. Jetzt macht man das ganze Kommando wieder rückwärts, diesen Sicherungsdings da wieder rein. Ja. Und Schrauch fest, erstmal handfest drehen. Auf der anderen Seite dasselbe. So, die Bremse. Dazu löst man diese Mutter, die da vorne sitzt. Auf jeden Fall ist das, kann auch an der Seite sitzen. Das ist die Klemmmutter, mit der der Zug befestigt ist. Wenn man jetzt hier mal den Arm hochhebt, sieht man, dass der ziemlich viel Spiel hat. Das heißt, man löst jetzt diese Schraube, macht quasi den Zug los, aber nur ein bisschen lösen und schiebt dann diesen Hebel hier, den, also der die Backen bewegt, die Bremsbacken, in diese Richtung nach oben, bis das nur noch ein ganz bisschen Spiel hat. Man braucht dafür bei diesem Modell einen Imbusschlüssel, einen Fünfer. Ich habe mir da extra für unterwegs hier bei Amazon so ein Teil, das ist Amazon Basics, bestellt, war ganz günstig, gab es für Zoll und für Dings gleichzeitig, für metrische Imbusschlüssel. Zoll brauche ich zwar eigentlich nicht, aber das war günstiger, als wenn man andere hat. Ich habe ja noch die großen von HZ, die habe ich ja im Boschhaus Werkzeugkasten, aber die sind halt zu groß, um die immer mitzunehmen. Also, dann mache ich jetzt mal diese Bremse hier fertig. Wie man sieht, hat man jetzt nur noch ein ganz bisschen Spiel. Das Rad muss aber trotzdem noch ganz leicht rollen. Und dasselbe mache ich jetzt hinten. So, hinten ist auch fertig. Schon wieder so gesagt. Ja, das ist, wenn man es ein bisschen übt, eine Sache von 2 Minuten. Man muss nur die Schrauben ordentlich wieder festziehen. Nicht, dass der Zug durchrutscht und man dann überhaupt keine Bremse mehr hat. Wenn man jetzt hier sieht, hat man nur noch ein bisschen Bremsgriffweg. Gut, dann sind wir hier erstmal soweit mit fertig. Dann bauen wir mal das schöne Rad wieder zusammen. Akku rein, den anderen Sattel. Und komisch, aber ich fahre auch lieber mit diesem hier als mit dem roten. Ich weiß nicht warum, ob das an dem Display liegt. An dem hier ist ja ein M5 Display. Und an dem anderen ein M2. Auf jeden Fall ist das Rad hier aus welchem Grund auch immer deutlich in der Beschleunigung fixer. Macht mehr Spaß. Ich muss nochmal die... ich habe noch ein M5 Display, das mal an das rote dran machen, ob das dann anders ist oder woran das liegt, ich habe keine Ahnung. Zwischen den Herstellungsdaten liegt ein halbes Jahr, vielleicht ist auch ein anderer Controller eingebaut. Man weiß es nicht. Gut. Jetzt, wie gesagt, werde ich das mal wieder in einen fahrbereiten Zustand versetzen hier. Alles wieder dran. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt versuchen wir mal erstmal einen anderen Modus mit der DJI Pocket, wenn man die am Fahrrad festmacht. Das werde ich jetzt mal bei einer ganz kurzen Strecke testen. Und das Ergebnis zeige ich auf jeden Fall. Das ist aber dann wirklich nur ganz kurz, nicht, dass es euch wieder schlecht wird wie beim letzten Film. und dann machen wir noch 2 kurze Vorbeifahrten so als Test mit der DJI. Und dann soll es das für heute gewesen sein. Ich habe jetzt ungefähr mit allem drum und dran rausräumen und Dings und Fahrrad jetzt auch wieder zusammenpacken. Eine gute Stunde gebraucht, um den Reifen zu wechseln, aufzupumpen und um die Bremsen einzustellen.
So als Hausnummer. Wenn man also flickt, kann man noch mal eine halbe Stunde draufhängen, weil das erstmal muss man die Stelle suchen und das muss ja auch trocknen dann. Also, jetzt werde ich erstmal die DJI hier anmontieren und dann geht es gleich los. Und ich muss hier noch den Dreck zusammenfegen. So, jetzt probieren wir das mal aus hier. Flammen. Ups. Wie das wackelt. Jetzt müsste man das gleich sehen. Jetzt fahren wir zum Waschhaus. Jetzt schauen wir mal, ob das wieder so wackelt, wie habe ich nämlich die anderen Einstellungen genommen. Und wir sind am Waschhaus angekommen. So, jetzt habe ich die Kamera mal in der Hand. Ich habe das kleine Stativ schon dran gemacht. Jetzt machen wir gleich mal, versuchen wir mal vorbeifahren. Ups. Jetzt geht es hier ein bisschen den Weg entlang. Dann fahren wir mal an den See. Das filme ich aber nicht alles, das haben wir schon mehrfach gesehen. Jetzt machen wir noch mal ein kurzes Stück und gucken, ob das wieder so wackelt. Der Rumpelstrecke hier. Und dann mache ich die Kamera am See wieder an. So, jetzt sind wir hier am Campingplatz Schachenhorn. Und der scheint jetzt schon auf zu haben. Eigentlich machen die immer erst Anfang April auf. Aber jetzt ist er anscheinend schon auf. Dann fahren wir mal weiter. Tja, jetzt bin ich hier an dem Ort, wo das Intro läuft sonst. Sehr schön hier. Drüben ist Bootmann. Ist hier kurz vor Ludwigshafen. Gut, dann würde ich sagen, da die Knospen blühen, nehmen wir das hier doch mal als neues Extro. Ich hoffe, es hat allen gefallen und alle bleiben mir treu oder sind mir auch fast alle treu geblieben, trotz der 2 Wochen Ausfall, aber das ging leider nicht anders. Ich hoffe, es hat trotzdem das neue Video jetzt allen gefallen. Ich hoffe, ich kriege wieder ein paar Abonnenten dazu. Likes, Kommentare, Fragen, alles gerne machen. Und in diesem Sinne, das Waschhaus meldet sich ab.